Einen schönen guten Abend im Sauerland, einen schönen guten Abend hier in der Eissporthalle am Seilersee. Hier ist unser Radiogesicht, hier ist Mr. Detlef Müller. Einen wunderschönen guten Abend in die angeschlossenen Funkhäuser und ganz besonders an unsere 739 Facebook-Fans. Heute Abend knacken wir die 1000. Glaube ich nicht. Niemals. Es gibt eine neue Wette. Ach, Detlef, glaube ich nicht. Ja, jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster, nachdem du ja beim letzten Mal gewonnen hast. So, wir sind ja heute mit dem Zug hier angereist, liebe Hörer, und sind vom Ostbahnhof losgefahren, also die Schlauen vom Ostbahnhof. Die weniger Schlauen sind am Hauptbahnhof eingestiegen. Das würde ich ganz stark zu bezweifeln wagen. Ja, also Daniel Goldstein hat nämlich diese Mail gestern verbreitet. Habe ich heute Morgen auch gleich Hartmut Nickel gezeigt. Wird sich auf dein Abendessen negativ auswirken? Du hast nicht Hartmut gesagt, dass die... Hilfe! Ja. Kann mich jemand mit nach Hause mitnehmen oder vielleicht noch abholen hier in Iserlohn? Ich glaube, ich darf nicht mehr in den Bus steigen, wenn Hartmut das hört. Und, ihr könnt auch noch Fan werden von unserer Seite auf Facebook. Das bloß mal nebenbei. Ihr müsst Fan werden, wenn ihr uns weiterhören wollt. Ich ziehe sonst den Stecker. Wir spielen Sekunden tatsächlich noch hier mit drei Mann an der blauen Linie, dieses 5 gegen 3. Eine interessante Version, stehen sich dabei aber mehr selber auf dem Weg. Aber jetzt doch das Tor. Tor für Iserlohn von der linken Seite. Jetzt nochmal eine Möglichkeit für Florian Busch. Strafzeit angezeigt. Und Tor. Oder? Ja. Tor. Du musst mich ein bisschen kommentieren. Ja, Tor, lassen. Mensch. Na, dann mache ich das schon. Tor. Meine Damen und Herren, sag doch mal, wie viele Fans wir jetzt mittlerweile haben. Ich hatte gerade noch mal gereloadet, 784. Oh Mann, das ist schwer. Es wird schwer, deine 1000 zu erreichen. Ich war ja von Anfang an pessimistisch. Ja, bitte klickt noch mal an. Schickt jetzt, nutzt die Pause, gewinnt Freunde für uns. Gewinnt Freunde ist nicht schlecht. Der Tausendste bekommt von mir persönlich Preis. Das ist eine absolute bescheuerte Variante, weil dann alle sich wieder ausloggen und so, das machen wir gar nicht. Nee, die Erfahrung habe ich schon mal gemacht. Von Sebastian Caron. Detlef, Mensch, du wirst noch richtiger Französisch-Profi. Ja, das kann sein. Ich habe ja auch viele Jahre Französisch gelernt. So versucht man jetzt den guten Sebastian, zu überwinden. Ne? Ich glaube, der kommt aus der Provence. Oder aus der Normandie. Das wissen wir nicht. Ich glaube, dass er aus Kanada kommt. Ich wollte dir nämlich berichten, Sebastian Caron ist geboren in Amqui, in Quebec, Kanada, französisch Provence, ja? Quebec ist doch die Provence von Kanada, oder? Und jetzt, meine Damen und Herren, zu Hause, machen Sie sich fertig, ich kommentiere Ihnen jetzt nach Hause ja? ein Tor, versprochen. Aber hier müssten wir auch versprechen, dass wir jetzt mal ein bisschen fast an die 1000 rankommen, ja? Gut. Das ist ja Erpressung. Ich finde, du solltest einfach die Hörer vielleicht nicht überfordern und einen Deal machen. Wenn du jetzt ein Tor kommentierst, dann müssen sie alle, die uns zuhören, ihre Freunde einladen. Ja, schön. Ja? Genau. Na? Okay. Das war eine gute Idee. Ja. Ich mache mir Sorgen um unsere Facebook-Seite. Ja, warum? Was ist da passiert? Erst 801 jetzt und du kommentierst kein Tor, dann werden wir wohl keine Freunde mehr kriegen. Das machen sie trotzdem. Gibt's Rabatt im Fanshop. Auf geht's. Gibt's doch sowieso schon. Jetzt allerdings können sich die Iserlohner wirklich befreien. Mit Giuliano über die rechte Seite. Kommt der Schuss und Tor! Wow! Da hat er ja richtig Glück gehabt. Jetzt kommen wir zu Detlefs Lieblingsrubrik. Detlef, meinst du kannst hier von diesem Laptop auch ein bisschen was vorlesen? Dann brauche ich nicht alles lesen. Wir haben unheimlich viele Grüße. Ich habe hier 6 A4-Seiten voll kopiert. Jay und Ecki grüßen Daniel Goldstein, Radiogott, Black Corner. Hast du das gehört? Nochmal. Jay und Ecki grüßen Daniel Goldstein, Radiogott. Egal was du nimmst, Junge, du musst davon weniger nehmen. Radiogott. Ich glaube, Berliner Rundfunk läuft wieder und ich muss da, glaube ich, mal eine Einblendung machen demnächst. Also ich würde sagen, du kannst die Grüße auch im Berliner Rundfunk weiter vorlesen. Das wäre ja auch mal lustig, ja. Vielleicht sollten wir einfach unser Konzept
dieses Wunschbriefkastens versuchen zu verkaufen an den Berliner Rundfunk. Vielleicht können wir damit noch Geld verdienen. Ja, ich hatte schon mit dem RBB gesprochen. Die würden den dann wieder sonntags um 16 Uhr ausstrahlen. Wie früher. Die Iserlohner gewinnen das Pulli und halten den Punkt drinnen. Jetzt aber Schusschance und... ans Lattenkreuz. Ans Lattenkreuz, Videobeweis. Es sah aber aus, als ob der Puck drinne war, an die Flasche ging und dann aus dem Tor raussprang. Detlef, kannst du den Videobeweis sehen? Ja. Okay, also Hartmut guckt rüber. Du müsstest ihm dann auch ein Zeichen machen, aber nur, wenn du wirklich sicher bist. Ja, sie spulen jetzt noch zurück, also es ist noch kein Bild zu sehen. Hier ist der Detlef Möller live vom Videobeweis. Sie sehen noch rüber und noch finden sie die Situation nicht. 11 Sekunden. Jetzt Baxmann nur auf der Strafbank. Geht nach Tor aus, ja. Ist Tor. Und ich glaube, Giuliano war es, der das 3:1 erzielte. 6 Sekunden nur noch auf der Uhr. Deshalb bin ich da sehr pessimistisch, dass das Spiel hier noch gedreht wird. Naja, vielleicht schaffen wir ja die 1000er-Marke innerhalb dieser Woche. Okay, ist ein neues Ziel. Genau. Also, klar. Schönen Sonntagabend noch und in diesem Sinne, dos Bidania. Das war Eisbären Live, die Digibet Radio Show aus Iserlohn. Leider mit einer 1:3 Niederlage der Eisbären. Daniel Goldstein sagt, Lehi Traut!